Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück bei Resident Evil Zero, dem HD-Remake, wo wir jetzt einen Schalter drücken. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Da ist ein Schalter. Umlegen, ja. Aha. Und jetzt? Ah. Hallo? Nimm es doch, du bist doch direkt davor. Will er mich jetzt verarschen? Ist das jetzt genau richtig? Kletter hoch. Wieso nimmt er das denn nicht? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Machen wir es mal mit ihr. Vielleicht kann nur sie das nehmen. Aus welchen Gründen auch immer. Wenn sie denn mal da hochklettert. Ach, jetzt sag mir nicht. Ach, das ist doch bescheuert. Let's split up. Okay. Der ganze Schrank muss noch ein wenig weiter rüber. So, jetzt geh mal bitte darauf. Du musst das jetzt noch mal ein, zwei Schritte weiter vorrücken. Rebecca, du bist gefragt. Also das ist irgendwie schon sehr lächerlich. So, dann gehen wir darauf. Hier scheint etwas zu sein. Was auch immer das jetzt sein soll. Sie ist natürlich voll. Ach, Mann. So, wir wechseln wieder. Nein, geh da hoch. Die sind manchmal echt ein bisschen unbeweglich, die Charaktere hier. Ja, nimm das. Was? Eine Eisennadel? Ach, das ist der Uhrzeiger. Untersuchen. Ist das vielleicht eine Art Dekoration? Im Sockel ist eine Öffnung. Sockel ist eine Öffnung. Ja. Wie kann ich das denn jetzt öffnen? Keine Ahnung. Aber ich denke mal, das ist der Uhrzeiger. Eisennadel. Also sieht für mich wie ein Uhrzeiger aus. Denke mal, das ist auch so. Come on. Okay. So, sie folgt wieder. Wir gehen jetzt mal zum Raum, wo wir das Feuerzeug verwenden müssen. Hoffentlich kommen wir jetzt hier auch durch, ohne direkt attackiert zu werden. Weil wir haben ja jetzt ein Objekt genommen. Normalerweise, wenn man wichtige Objekte im Resident Evil benutzt, erscheinen ja plötzlich Gegner. Kennt man ja. So, bei der Macht von Gandalf zünden wir die Kerze an. Interessant. Der Raum, der jetzt kommt, ist zweigeteilt irgendwie, aber auch nicht so groß jetzt. Was erwartet uns da? Hab ich irgendwie gewusst. Rebecca, tu etwas. Rebecca, guck nur zu. Oh, Granatwerfer-Munition. Sie hat den Granatwerfer. Okay, da müssen wir dann irgendwie was tauschen. Nehmen wir mit. So, dann schauen wir mal. Austauschen. Mit der Karte einfach. Dann tauschen wir das nochmal. Und
kombinieren das. So, und jetzt habe ich ihn wieder. Und er kann wieder ruhig ihr diesen Mikrofilm geben. Ich frage mich, wo wir einen Projektor haben. Aber ist der... Ist im Konferenzraum nicht ein Projektor? Ein Stillleben eines Obstkorbs. Einige der Früchte sind verfault. Unser Kunstkeller wieder, Kenner. Der Aktenschrank ist völlig durcheinander, aber es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Hier fehlt doch eine Kerze. Aber sagt er nichts zu. Das kann man wegschieben. Warte, in die andere Richtung, denke ich mal. Was haben wir denn hier? Ein Gemälde. Das Bild zeigt eine Gruppe von Leuten, die ein Baby umgeben. Sie haben irgendwie etwas Bedrohliches an sich. Ah, was ist das denn? Gott. Buch des Guten. Vielleicht müssen wir das Buch da reinlegen und nicht die Statue, um das Gleichgewicht zu schaffen. Untersuchen. Auf dem eleganten eingebundenen Buch steht gut. Ganz schön schwer für ein Buch dieser Dicke. Buch öffnen, ja. Ah, Engelsflügel. Da ist etwas drin. Ein weißer Stein in Form von Engelsflügeln. Wir wissen, wofür wir das brauchen. Also kommen wir wieder weiter. Jetzt haben wir den Zeiger, wir haben diesen komischen Mikrofilm und wir haben die Engelsflügel. Mehrere Sachen stehen zur Auswahl. Vor allem sollte ich bald mal wieder speichern. Das sollte ich jetzt echt langsam mal wieder machen. Können wir eine Haupthalle machen. Wenn nichts Böses kommt jetzt. Weil wir haben jetzt in der Haupthalle, können wir die Engelsflügel machen. Wir können nach oben gehen, können das mit der Uhr machen. Und diesen Film können wir eventuell im Konferenzraum machen. Wie gesagt, mehrere Möglichkeiten. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich wieder so einen Glibbermann sehen. Weiß ich nicht, weil wir hatten ja zweimal hintereinander so einen Glibbervieh. In der letzten Aufnahme. Aber wir haben ja mit ihm auch noch notfallshalber drei Flaschen, die wir den Glibbermännern an den Kopf schmeißen können. Ist hier kein Projektor? Lass mich mal bitte durch, Rebecca. Eine Disk. Aber das ist ja keine richtige Disk. Das ist ja eher ein Mikrofilm. Ich denke mal, hierfür brauchen wir was anderes. Und da kommen wir erst später wahrscheinlich zu. Na gut. Dann machen wir das jetzt erstmal mit den Engelsflügeln. Dafür müssen wir aber mal eben die Pistole ablegen. Die ist eh leer. Rechts wollen wir entfernen. Ja. Dann wollen wir das Ganze mal kombinieren und verwenden. Na. Ah. Jetzt fehlt bei der anderen Statue was. Ich habe schon irgendwie gedacht, dass wir da noch mehr Teile brauchen. Jetzt ist die rechte zu schwer und die linke zu leicht. Verdammt. Ja. Wie gesagt, wir haben den Zeiger. Der Zeiger würde wieder mehrere Türen öffnen. Denke ich mal. Wir haben nämlich eine Notiz gefunden in dem Raum, wo die Krähen waren, was ihr leider nicht sehen konntet. Da stand dann 8.15 Uhr drauf, dass das der Code ist, um die Türe zu öffnen.
Mal sehen. Hier sind die Farbbänder. Heb die Farbbänder bitte auf. Sehr gut. Billy geht zwar immer noch nicht so gut. Aber da muss er jetzt durch. Diesmal speichere ich auf einem anderen Speicherstand. Falls was passiert, kann ich immer noch laden. Falls ich mal wieder nicht aufnehme und so weiter. Ein bisschen Sicherheit schadet ja nicht. Billy 07 Halle. Ja, jetzt müssen wir wieder nach oben. Ach, jetzt habe ich die Farbbänder dabei, ne? Ich werfe sie hier mal ab. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn die jetzt hier liegen, weil da in dem Konferenzraum haben wir auch wieder einen Speicherpunkt. Eigentlich Quatsch, dass die so nah beieinander liegen, aber okay. Kommen wir da jetzt hin, ohne attackiert zu werden, außer jetzt die Krähen? Oder kommt hier doch irgendwas Fieses? Ach, hier, ich sehe das jetzt erst. Wir können da gar nicht runter. Die Leiter ist weg. Also jetzt hätte ich nämlich auch mal geguckt, was da jetzt ist, wo dieses Vieh rauskam. Aber, naja, clever gelöst. Man kann da gar nicht erst hin, weil das Vieh die Leiter weggerissen hat. Kurios. Komm direkt weiter. Gar nicht erst lange fackeln. Puh, das hat geklappt. Es ist irgendwie zu ruhig. Das brauchen sie jetzt nicht. Ja, der Minutenzeiger scheint zu fehlen. Jetzt nicht mehr. Ja. Ja, weiter. Ich hätte es auch im Endeffekt andersrum drehen können. Naja, egal. Minutenzeiger. Und nochmal. Okay, in der Haupthalle und da, wo diese Glibbermänner waren. Ich habe die Befürchtung, dass aber das Ganze jetzt nicht ohne sein wird. Da kommt doch bestimmt irgendwas. Es wäre doch nicht Resident Evil, wenn, wenn wir jetzt einfach so dahin gehen könnten, ohne dass da was passiert. Ich habe da so ein blödes Gefühl. Weiter, weiter, weiter. Uff, das hat schon mal geklappt. Jetzt kommt der Raum, wo ich dachte, dass wir da einen Endgegner haben und hatten wir ja auch. Kommt hier was? Was war das? Irgendein Geräusch haben wir gehört. Schon wieder. Oder ist das einfach nur die Musik vom Spiel? Jetzt haben wir oben die eine Türe offen. Und unten die eine Türe offen. Gehen wir erstmal hier oben gucken. Ob wir jetzt sogar eine Haupthalle betrogen haben. Nicht. Aber was haben wir hier drin?
Lecker, also ehrlich. Ich hätte mehr von dir erwartet. Verschwinde. Hinter dir! Er bleibt liegen, okay. Na toll, jetzt hat sie auch noch Warnung, das war jetzt eigentlich unnötig. Aber er hat vorerst keine Munition. Sie kriegt mal seine Pistole. Ja, jetzt hat sie wirklich die ganzen schweren Geschütze, weil ich habe gesehen, da hinten liegt einmal Gewehrmunition. Was haben wir aber hier? Ein Gedicht. Der Mond beugt sich der Erde. Die Erde ist der Sonne treu. Und das allmächtige Gesetz der Sonne regiert alles. Dies ist der Schlüssel, der Weg zum Ruhm. All unsere Hände können die Türe zum Himmel nicht öffnen. Okay. Ein leerer Bildrahmen. Das Bild wurde wohl herausgenommen. Durch Fenster sehen Sie einen stockfinsteren Wald. Aha. Da haben wir das nächste Mikrofilmchen. Aber wichtiger hier die Schrotflintenmunition. Zustand der beiden ist nicht so berauschend. Ich meine, wir spielen das Ganze hier auf normal. Man findet doch recht wenig Heilung, muss ich gestehen. Anscheinend wurde dieses Feuer erst vor kurzem angezündet. Bücher liegen auf dem Boden herum. Den Film nehmen wir ebenfalls mit. Im Regal stehen ordentlich aufgereihte Dokumente. Es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Okay, einen weiteren Film haben wir gefunden. Aber immer noch kein Projektor zum Abspielen. Oder ich habe ihn übersehen. Kann alles möglich sein. Sie hat ja eh schon einmal das. Dann müssen wir jetzt nach unten. Wenn wir eben gucken. Wir müssen nach unten. Da ist ja dieser Flur, wo diese kleinen Viecher sind. Das ist dann nicht so gut. Da müssen wir schnell durchlaufen. Und ansonsten kommen wir auch so erstmal gar nicht weiter, ne? Also das ist der entscheidende Raum jetzt dann quasi. Der Raum der Entscheidung. Mysteriös. Schnell durchlaufen. Weiter. Ein da. Boah. Was erwartet uns jetzt hier drin? Hat er nachgeladen? Ja. Noch ein Zombie. Er war auf jeden Fall ein Projektor. So, der hat keinen Kopf mehr. Gut. Jetzt gucken wir uns hier erstmal in Ruhe um. Ah, Pistolenmunition. Ein Fall für Sie. Nimm sie. Jawohl. Och, kritisch ist sie jetzt auch noch. Das ist jetzt gar nicht gut. Da wurde sie einmal ganz kurz erwischt. Und schon ist es kritisch. Verdammt. Wir brauchen Heilung, verdammt. Ohne Heilung sieht es schlecht aus. Was haben wir denn hier? Ein Mikrofilmprojektor. Hätten Sie einen Mikrofilm, könnten Sie ihn hier abspielen. Gut. Und was uns auf diesen Film erwarten wird, das seht ihr dann in der neuen Folge hier von Resident Evil Zero, den HD Remake. Und das war schon übermorgen. Und bis dahin. Tschüss.